Herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir begeben uns wieder aus Stella Bay heraus und ja, gucken mal, dass wir uns jetzt um Familienangelegenheiten kümmern. Das ist der Plan für diese Folge. 480 Meter. Concentrated amount of scum present ahead. Yugi, right. Here's the road. Follow it. Ich bin ja gar nicht mehr gewöhnt hier, so viel Strecke zu gehen. Das tut doch weh. Okay, dem tut's auch weh. Speer. Ach, wir hatten doch letztes Mal noch Rüstung gekriegt. Die sollten wir uns nochmal angucken. Was bist du? Ach, Sam steht wieder im Weg. Aber, ja. Aufgearbeiteter Exo-Helm. Da gucken wir natürlich gleich nochmal. Inventar. Rüstung. So, da haben wir eine 15 und eine 29. Ja, nee. Nee. Nicht wirklich. Aber interessant, dass es wirklich bis hierhin so weit ist. So, das hat jetzt aber mal hier den Anführer getroffen. Oh, ich habe keine Munition mehr da drin für. Okay. Dass das nochmal passiert, dass wir hier keine Muni haben. Ist ja einfach Munition nie ein Problem. Dann schieße ich halt hier mit. Jetzt haben wir auch ganz gut was los hier. Schon ganz gut, dass wir die Begleiter dabei haben. Ja, Sam macht hier wieder alles schön giftig. Wir folgen hier mal weiter dem Weg. Schön geschwungen, dass man hier noch mal ein bisschen länger laufen darf. Jetzt kann ich gar mal da abkürzen. Watch your feet. The sulfur pools don't just stink. They'll take a toe off. Okay, also nicht da reinspringen. Ja, man kann abkürzen. Aha. Hier schönes Munition. Munition ist immer gut. Warte mal, dann können wir vielleicht auch hier lang gehen. Sieht auch ganz gut aus. Bin durchs Gras. Nee, geht nicht. Haha, geht nicht. Ah, okay, dann müssen wir doch den Weg gehen. So viel dazu. Au. Oh, was bist du denn? Eine Schrottroboter-Einheit. Aber gegen Roboter sind wir ja gut. Das hat man ja richtig gesehen eben, wie gut wir hier den Roboter niedergemäht haben. So. Der tanzt hier noch rum. Wir nehmen das mal eben. Meter noch und dann sind wir gleich da. Ember-Heights-Kreuzung entdeckt. Na dann. Übergang zu Ember-Heights. Rose. Well, hello, and welcome to the home of the Iconoclasts. I'm Rose. Please, take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the Iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh, oh no,
I'm so sorry. I keep forgetting. We're out of pamphlets. Gosh, blast it. Wer sind die Ikonoklasten? Why, we're the only free people in Halcyon. No corporations, no shackles, no problems. Ja, wir sind, glaube ich, dann doch noch verwechselt mit wen anders, die Ikonoklasten. Keine Probleme. Was ist mit den Reptidons oder den Plünderern? Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. Verstanden. Hey, bevor ich verschwinde, ich suche einen Kerl namens Tucker. Hast du ihn gesehen? The new boy. Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. So, mal gucken, ne? Dass die das Kind hier entführt haben, ist natürlich nicht richtig. Utter and total chaos. The folks in Amber Heights always manage to find a bottle or two of the good stuff. Keen scavengers, I tell you. Dann hat er sie noch mit einer anderen Fraktion verwechselt. Wir haben ja auch jemanden von denen gerettet. Das sollte uns doch eigentlich dann jetzt hier nur zugutekommen. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Das ist also Tucker. Ich bin Captain Hawthorne. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Tucker, bist du Agnes kleiner Junge aus Della Bay? I am not a little boy. Haven't been one for decades. No matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me. Had hoped she'd accept my decision. Sie hat demjenigen eine Belohnung versprochen, der dich nach Stella Bay zurückbringt. Let me guess. You're here to collect it. Well, I can tell you right now, it is not gonna happen. I won't go back. My entire life, she locked me in Stellar Bay because she was afraid. Don't go play with friends. Mantasaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptodons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Ja, verständlich. Tja, lassen wir ihn hier. Aber wir können einschüchtern. Ich hole mir die Belohnung. Entweder du gehst zurück oder ich prügle sie aus ihr raus. Wrong with you? She's an old woman. You'd threaten my flesh and blood just to get me to do what you want? Mit der Schulter zucken. You're real sick. Sure, she drives me crazy, but she doesn't deserve anyone getting violent with her. Look, I'll go back, all right. Just don't hurt her. So einfach geht das. Huxley, bleib von dieser Maschine weg. Ich weiß, dass auf deinem Terminal kein freier Speicher mehr ist, aber wenn du das hier kaputt machst, sieht es hier echt übel aus. Alle anderen, solange ihr wisst, was ihr tut, könnt ihr gern die Aufträge abarbeiten. Arbeitsaufträge. Dampf kommt aus dem Dach. Die Rohre auf meinem Haus werden es jetzt nicht mehr lange machen. Da kommt jetzt schon Dampf raus. Das sollte jemand reparieren, bevor sie in die Luft fliegen oder sich jemand am Dampf verbrüht. Ja, wir leiten mal eben das Wasser um. Sprühende Funken an der Bar. Anscheinend haben Spratts die Drähte an den Seitenpanels der Bar durchgeknabbert. Hier, die schlagen jetzt Funken. Da schlagen jetzt die Funken. Ja, nee, das können wir nicht machen. Haben wir noch? Nichts Neues vom Raptor House. Wir haben schon seit einiger Zeit nichts mehr vom Raptor House gehört. Ich habe Milton hingeschickt und von dem habe ich seither auch nichts mehr gehört. Jemand sollte sich das mal ansehen. Gut, müssen wir nicht. Können wir nicht. Liebes Tagebuch. Aha, hey Zora, ich habe rausgefunden, wie man Arbeitsaufträge erstellt. Liebes Tagebuch, ist das? Den können wir auch nicht löschen. Wohnung des Arztes, Tür verriegelt. Die Tür zur Wohnung des Arztes über der Krankenstation klemmt und ist komplett versperrt. Kann ich mir das Ding aufmachen? Ja, das können wir machen. Gut, dann haben wir hier ein bisschen geholfen. Wo es in unserer Macht stand. Sehr schön.
Gut, dann können wir hier wieder gehen. Und dann gucken wir mal, wo es jetzt als nächstes uns hin verschlägt. Signalpunkte im Weltraum, das würde ich ja schon gerne machen. Und das sieht jetzt eigentlich auch gar nicht so weit weg aus. Das hier wäre natürlich jetzt dichter dran. Ja, das wäre jetzt dichter dran. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das hier ist auch... Nee, radiofreies Monarch ist auch da. Okay. Gut, da müssen wir uns dann noch ein bisschen... So, nee, da müssen wir wieder zurück zur Stadt. Ja, dann kümmern wir uns jetzt um den Fraktionsaustrag fehlerfrei und sprechen mit Catherine Malen. Dann ist das jetzt das nächste, was wir machen. Da sind ja auch die Begleiteraufträge in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob wir dann zurück zum Schiff müssen und dann die Begleiter holen. Gut möglich. Okay. Avoid contact with eyes. Liquid is caustic. Incoming! Huch. So. Problem. Ist ja noch einer. Ja, aber wir haben ja unsere Begleiter. Die machen das schon. Braucht man gar nicht so viel Muni verbrauchen. Geht dann schon so. Okay, 170 Meter, da haben wir noch einen Möter. Die Frage ist, das ja, ist ein Domestizier, das heißt, wir sind dann gleich auch noch irgendwo Plünderer. Ja, ja. Leben ist hart. Aber ihr habt es euch selber so ausgesucht. Ist hier was drin? Witz, nehmen wir mit. So, und den nächsten für jetzt. Also Sam, der haut schon ganz schön einen raus, muss man ja echt sagen. Bei Nioka auch. Na. Oh, was blinkt da so schön? Ist nur Licht, keine Mine. Glück gehabt. Ja, da wären wir. An der Fallbrook-Kreuzung. Fallbrook's on the other side of the bridge there, if you need to drink. Trinken ist immer gut. Okay, halbe Strecke zum Berg. Interessant. Aber gut, wenn beide Sachen da sind, dann wird sich das da ja wahrscheinlich dann entscheiden. Ah ja, das ist doch schön hier. Mortimer Berg. If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Erzähl mir von der Freizeitanlage. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malen. She'll set you straight. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Guess it's true. Fallbrook really is the best-kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Klar. Swell. We like quick on the draw types like you. Saloon is straight back and to the right. Once you're feeling sated, you're welcome to a private cabin. Only $2.50 a night. Ms. Malen can let you one if you're interested. She's the one who runs this racket. Ich komme wieder. Gut, dann gehen wir doch mal zu Catherine. Aber gerade mit der Musik habe ich gerade sehr Firefly-Vibes hier. Richtig gut. Richtig gut. Supply-Schläger. Slay Alexander. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine sends you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? Hast du Glacial Age Whiskey? No, I don't have any... If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up.
where you place your bets. Worauf kann ich Wetten abschließen? Tossball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying. Ich lasse dich in Ruhe. Ja gut, mit dem wollen wir ja nichts zu tun haben. Dann gehen wir mal zu Catherine. Was haben wir hier? Verkaufsautomaten. Guten Tag. Uh-huh. You blind, little bird? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Catherine, you're as welcoming as ever. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Wenn du mit ein kleines Stückchen Paradies eigentlich ein Stückchen Manticore sagen wolltest, dann ja. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Sanja meinte, du wüsstest etwas über ein Unternehmen, das heimlich auf Monarch operiert. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the Northern Bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me, and I'll pay you handsomely. Ich kümmere mich drum. And I'll thank you kindly for it. Brauchst du jemanden zum Anheuern? If it's one that don't mind getting dirty, then I sure do. But how am I to know whether you're reliable? If not fully trustworthy. Ich könnte es aus dir herausprügeln. That you won't ever do. But I like your style, so I'm willing to take a risk. We'll consider it a trial run. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Auftrag mit Mord und Chaos einhergeht. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid fucker who's gonna get it for me. Das ist ein Schwein, hol ich problemlos vom Eis. Guess you've got it figured out then. Good. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Mal angenommen, ich würde die Fabrik sabotieren wollen. Then I'd say you might care to poison the sissy pigs. Doctor a few financial records or throw a wrench in the canning machinery. Und wenn ich ihn töten wollen würde? Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means, just the end. Klingt gut. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Na dann. Ja, das war, glaube ich, die Quest, die es damals gab. Catherine's great, ain't she? She'll pull you out of the sulfur, so long as you don't mind being in her debt. Cell sanitization needed. Alert. Cell sanitization needed. Ja, das war, glaube ich, die Quest, mit der sie damals Werbung gemacht haben, wie viele verschiedene Vorgehensweisen es hier gibt. Und das ist ja die einzige Quest, glaube ich, mit der es wirklich so viele Möglichkeiten gibt, sie zu lösen. Ja, freut euch also drauf. So, tragische Trooper. Nicht hier, sondern... Ach, das war da hinten. Genau. Nein, ich will da nicht hinreisen.
Kreuzzug in den Weltraum war aber hier, glaube ich. Genau. Das ist hier. Mal gucken, ob wir das auch ohne sehen kriegen. Oh, ich lasse das erstmal hier mit dem Stehlen. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Das klingt nach einem guten Angebot. It sure is. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Wieso befindet sich das Büro auf Monarch? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Hä, wieso? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch. But financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. Ja, so sagt man's. Wenn du das sagst. Oh, it's certainly not about what I say. That's all down to our legal team and our CFO. Ich möchte den Leistungsempfänger der Lebensversicherung von Marilyn Fernhill ändern. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Bleiben wir beim Thema. Ich will nur ihren Leistungsempfänger ändern. You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Okay, aber wie kann ich sie ändern? Oh, you mean hypothetically. Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd theoretically add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Du machst es so, oder du kannst bald deine eigenen Forderungen stellen. Please, my policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well. I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill. If you say so. The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Das war erst einmal alles. Gut, dann könnten wir das jetzt tatsächlich auch ohne Ellie lösen. Das finde ich gut. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.